Hallo und vielen Dank fürs Anklicken. Mein Name ist Jenny Manuyen, wie manche von euch wahrscheinlich wissen werden, wenn ihr angeklickt habt. Und ich schreibe Bücher. Genau genommen schreibe ich schon seit einer halben Ewigkeit Bücher, seit gefühlt 30.000 Jahren, plus minus 30.000 Jahren. Und fast genauso lange ist es auch her, dass mein erster Roman erschienen ist, Njura, das Erbe der Elfenkrone. Ich war damals 18 Jahre alt, 16, als ich den Roman geschrieben habe. Und ich habe ihn zufälligerweise hier neben mir liegen. So sah er damals aus, 2006, erschienen beim CBJ Verlag. Und dieses Jahr habe ich mich wahnsinnig gefreut, als der CBJ Verlag mir mitgeteilt hat, dass es eine Neuauflage geben wird von Jura. Ich habe das Buch natürlich seit es erschienen ist damals nicht mehr gelesen. Das mache ich nie mit meinen Büchern, weil dann müsste man sich natürlich einer vergangenen Phase seines Lebens und all den Fehlern, die man damals noch vielleicht in seine Arbeit hineingestreut hat, stellen. Das vermeide ich normalerweise. Aber diesmal habe ich beschlossen, meinen ersten Roman nochmal zu lesen. Das ist irgendwie eine sehr gruselige Vorstellung, nochmal zu schauen, wie man so mit 18 Jahren geredet, gedacht, geschrieben hat. Aber ich werde es machen und wahrscheinlich online machen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn manche von euch mit mir zusammen diesen Roman nochmal lesen würden. Beziehungsweise vielleicht auch zum ersten Mal lesen würden. Oder wie gesagt, wenn ihr es vielleicht auch schon damals kanntet, zu gucken, ob ihr die Geschichte noch mögt. Also ich weiß nicht, was ich davon halten werde. Aber ja, ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn ihr diesen Weg mit mir zusammen bestreiten würdet, um zu gucken einfach, was damals eigentlich so in mir, in euch, in den Lesern, in diesem Buch vorgegangen ist. Aber dazu wird es zu einem anderen Zeitpunkt noch mal mehr Informationen geben. Denn eigentlich habe ich jetzt ganz andere Neuigkeiten für euch, die wahrscheinlich relevant sein werden für all jene von euch, die selbst gerne schreiben, vielleicht auch noch jung sind und davon träumen, ein Buch zu veröffentlichen. Das kam auch dieses Jahr irgendwie zusammen, lustigerweise von einem anderen Verlag, von DTV, wo mein letzter Jugendroman erschienen ist, dass sie mich fragten, ob ich in der Jury sitzen wollte bei einem Schreibwettbewerb, der explizit sucht nach jungen Leuten, die Fantasy schreiben, so wie ich damals mit meinem ersten Roman. Und zu gewinnen gibt es einen waschechten Verlagsvertrag. Das heißt, die Gewinnergeschichte wird von DTV unter Vertrag genommen und verlegt. Außerdem gibt es 1000 Euro Garantiehonorar zu gewinnen, beziehungsweise man bekommt 1000 Euro bezahlt für die Geschichte und ist dann natürlich danach auch ganz regulär beteiligt am Gewinn. Also wenn mehr Bücher verkauft werden, dann kriegt man pro Buch natürlich als Autor immer noch Tantiemen ab. Die genauen Informationen zu diesem Schreibwettbewerb, die gibt es bei einem Link, den ich hier in die Informationen runterstellen werde. Denn wenn ich jetzt alles vorlese, werde ich mich wahrscheinlich irgendwie verhaspeln und was durcheinander bringen. Nur die allerwichtigsten Eckdaten, die sage ich jetzt schon mal. Also man kann von jetzt an bis Ende September seine Geschichte auf sweek.com online stellen. Sweek.com ist ein Portal, wo Leute ihre Geschichten veröffentlichen und die Geschichten anderer Leute lesen und bewerten können. Also im Grunde eine Art Austauschforum für Leute, die sich für Literatur interessieren und vielleicht auch selber gerne schreiben. Auf sweek.com wird dann abgestimmt, welche Geschichten, die eingereicht wurden, jetzt von jetzt an in den nächsten 3 Monaten am beliebtesten sind. Und auch der Verlag und die Jury werden mitentscheiden, welche Bücher auf die Shortlist kommen. Und wer auch immer es auf die Shortlist geschafft hat mit seiner Geschichte, der wird dann im Dezember zum DTV eingeladen, zu einem Lektoratsworkshop. Ich vermute mal, dass man da ganz viel lernen wird. Also erstens, wie es so in einem Verlag aussieht, was für eine Arbeit dort vorgenommen wird an Texten und wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie man überhaupt an Texten arbeiten kann und worauf es vielleicht ankommt, was es bedeutet, einen Feinschliff vorzunehmen. Also es wird bestimmt eine sehr interessante Runde. Die Jury wird auch da sein. Ich natürlich auch. Und ich hoffe auch, es wird Weihnachtsgebäck geben und so weiter und so fort. Also eigentlich eine sehr schöne Sache. Und dann wird von der Shortlist natürlich auch die Gewinnergeschichte gekürt. Ich glaube, der Gewinner wird dann mitgeteilt auf der Leipziger Buchmesse 2019, wenn mich nicht alles trügt. Unter großem Tamtam natürlich. Und bis dahin heißt es dann, sich selbst und vielleicht auch den anderen Geschichten, die man besonders mochte, die Daumen drücken. Und jetzt bin ich natürlich erstmal wahnsinnig gespannt auf die Texte, die ihr online stellen werdet und die ich natürlich dann zu lesen bekomme. Ich weiß ja meistens nicht so genau, was Leute so schreiben, wenn sie noch nicht veröffentlicht haben, also was so in den Schubladen rumliegt. Und bin deshalb wahnsinnig neugierig, muss ich wirklich sagen.
weil ich ja irgendwann auch so angefangen habe. Ja, das sind erstmal die allerwichtigsten Informationen. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also, ihr habt ab jetzt 3 Monate Zeit bis Ende September, um eure Geschichte zu schreiben oder fertigzustellen oder wenn sie schon fertig ist, einfach schon sofort online zu schicken und abzuwarten, wie das Publikum auf sweek.com und die Jury darauf reagieren wird. Das ist es erstmal von mir, glaube ich, von heute. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ansonsten schaut am besten nochmal den Link an, den ich mit dazu stelle. Da wird es wahrscheinlich bessere Informationen geben als das, was ich jetzt hier vor mich hingebrabbelt habe. Ja, das war's erstmal. Also, macht euch auf, schreibt, habt viel Spaß dabei und ich drücke euch die Daumen. Bis dann!